Hallöchen, liebe Steingemeinde, und herzlich willkommen auf dem Kanal von Dr. Noppe. Wir gehen weiter in der Frage nach, ob die neue große Halle 76435 bzw. das Hogwarts-Schlosssystem Version 4 das detaillierteste ist. Zu der großen Halle habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich hier oben. Da sehe ich das nicht so. Die finde ich nicht gut. Aber das System, was sie jetzt bringen, das ist super. Ja, das erinnert sehr stark an das allererste, was wir hier hinten sehen. Ja, wo man nämlich die verschiedenen Sets miteinander verbinden kann, richtig. Die kann man auch anders anordnen, oben, unten, links, rechts und so weiter. Sehr flexibel, was bei der großen Halle von 2018 nicht der Fall war. Da hat man die einfach aneinander gesteckt, das war nichts. Aber das neue System, denke ich, ist super. Die Halle und die Details darin finde ich nicht gut. Wir gucken jetzt mal die anderen Sets an. Und zwar fangen wir an mit dem Zaubertrankunterricht, ja? Snape's Potion Class. Und zwar gab es da am Ende drei echte Sets, nämlich hier das allererste mit der 4705 aus dem Jahr 2001. Und dann gab es im gleichen Jahr komischerweise dieses Set. Was war es denn überhaupt? 4721. Sehr schräg. Ich denke, heute wäre das eher sowas für die Friends-Gestaltung, weil wir hier die schrägsten Farben haben. Ja. Dann als nächstes haben wir natürlich das Set von diesem Jahr, die 76431. Da kann man ja jetzt schon vorwegnehmen, dass ich schon glaube, dass das detaillierteste sein wird. Darüber hinaus gab es noch Hogwarts Moments, aber die konnte man nicht im Schloss integrieren. So, dann schnappen wir uns doch der Einfachheit halber mal das Set 4721. Es hat 73 Teile und hat damals 10 Euro gekostet. Das war ein Teilepreis von 14 Euro Cent vor 23 Jahren. Soll mal einer was sagen? Hogwarts Klassenräume ist hochgegriffen. Wir bekommen zwei. Hier gab es den Spiegel von Ariset. Den gab es nur da und später auch in der großen Halle von 2018. Also wenn man den haben wollte, auch wenn er natürlich beklebt ist, dann kam man um dieses Set nicht drum hin. Deshalb habe ich es eigentlich auch gekauft und hier mit so einem goldenen Akzent ist sehr schön. Es gab eine Minifigur, lustig, hier auf der Packung unten rechts sehen wir Hermine, aber als Figur kriegen wir Harry. Ja, ist halt so, wie gesagt, wir haben hier ganz neue Elemente. Heute waren die, ist das vielleicht okay, damals sehr aufregend. Dann gab es ja dieses Wandteil, ist natürlich ein Formteil von hinten extrem hässlich. Es hatte diesen Anschein von echtem Mauerwerk, sehr schön, da Masonry Bricks, wie sie heute heißen, gab es ja gar nicht damals. Und man hatte hier eine echte Tür, ja. Aber man hatte die und man konnte hier auch schon so einen Fenstereinsatz reinbauen, das war schon super. Und man konnte hier auch einen Schlüssel einbauen, der liegt hier drin und konnte dann da mit dem Schlüssel arbeiten. Das war sehr schön. Harry natürlich klassisch hier. Kam ja nach dem Sorting Hit, das ist ganz interessant übrigens, das allererste Set, die 4701, ist ja der Sorting Hit. Da haben sie noch kein Hauswappen auf den, Anzüge sind es ja nicht, aber auf den T-Shirts oder Sweatshirts. Hier ist es bereits Gryffindor, weil er ja in Gryffindor ist. Das ist so. Und hier haben wir dann den Mini Snapes Klassenraum. Ja, wir haben einen großen, was ist das überhaupt, Topf da, großen Zaubertranktopf. Dann haben wir hier so ein Bücherregal. Die Bücher sind wahrscheinlich in einer anderen Packung verschwunden. Kommt ja nie was weg. Und dann haben wir hinten auch wieder so eine Tafel von Snape, wo wahrscheinlich Zaubersprüche und Zaubertrank-Utensilien drin sind. Aufkleber natürlich, aber sehr schön gemacht. Wenn man ein detailliertes Hogwarts bauen will als Mock, ist das natürlich unabdingbar. Wahrscheinlich in einem anderen Rahmen. Ja, aber, und dann haben wir hier einen kleinen Container zum Aufmachen. Da liegt auch der bronzene Schlüssel drin. Heute sind die ja nur noch grau. Na, hier haben wir ihn. Sehr schön, wie ich finde. Kann man das sehr gut erkennen hier. In so einem Messing fast Gold. Und das war es auch schon. Ja, wie gesagt, extrem lustige Farbgebung. Ansonsten kann man nicht viel mit diesem Set anfangen. Dann gab es hier noch so eine wunderschöne Pappwand dazu. Ich kann es gar nicht glauben, dass sie sich damit ausgedacht haben oder vorgestellt hatten. Das kommt dann hier so zwischen. Und dann hat man so verschiedene Räume, kann man eben hier den Snape-Klassenraum einbetten in so eine Rückwand hier. Ja, ne, wer es mag. Ich kann damit nichts anfangen, das ist auch verwelkt und schon krumm. Obwohl es nie benutzt wurde, das stand nur einmal rum. Und hier haben wir dann am Ende
Ja, ich weiß gar nicht, was es sein soll, weil der Spiegel stand ja in so einem Abstellraum das erste Mal und der wurde ja dann später auch nochmal weggeräumt. Auf jeden Fall, keine Ahnung, was das da, das sieht für mich eigentlich aus wie Gryffindor hier. Das Set konnte man dann mit dem eigentlichen Schloss auch nicht verbinden. Natürlich kann man das Lego-mäßig irgendwie einbauen, aber an sich war es nicht dafür gedacht, warum sie es im gleichen Jahr verschiedenst rausgebracht haben, keine Ahnung. Ein Teilepreis von 14 Euro Cent, eine Minifigur und wenig Komplexität reichen nur für 2,3 auf dem Dr. Noppe-Score. So, und als nächstes haben wir dann das Set 4705, den Zaubertrankunterricht in der Version Nummer 1. Kam auch früher, also die Setnummer ist ja geringer, kam aber zum gleichen Zeitpunkt raus. So, wie viel haben wir hier? Sehen wir schon ein bisschen Klassenraum. Und hier haben wir diese Aufnahmen hier oben, die durch die Schrägsteine angedeutet sind. Das war, um dieses Set mit dem Schloss oder anderen Sets zu verbinden. Das nehme ich schon mal vorweg. Das Set hat damals original, hier ist es, man glaubt es gar nicht, hat es fast 28 Euro gekostet, was ein Teilepreis von 17 Euro Cent ist. Ja, weil das hat 163 Teile. Ich habe zwei davon, dummerweise habe ich beide aufgemacht, weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall hat das hier, haben sie es mal verramscht für 12 Euro, muss man sich vorstellen, über 50% Rabatt. Ich glaube, das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Wir haben drei Minifiguren, Snape mit Glow-in-the-Dark-Gesicht. Wir haben Peeves, den Poltergeist, der nie im Film war. Und wir haben den lustigen Ron. Lustig, weil er die absolut coolste Frise von allen Legos hat. Und dann haben wir hier auch das Set. Damals, und das war sehr interessant, standen die Sets nicht auf einer Baseplate, sondern auf einem Brick, einem riesen Brick. Ja, das hier ist ein 8x8er. Der ist eben ein Stein hoch, ein richtiger Stein. Und das hier ist ein 8x, was wird es sein? 16 würde ich jetzt mal sagen. Nicht nachgezählt, aber wird es sein. 8x16, doppelt so groß. Wir haben hier eine ganze Menge Zubehör. Wir haben hier auch wieder den Topf da hinten, den Zaubertranktopf. Cauldron heißt es hier in Englisch. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, dass diese Kelle hier super spezial ist. Ja, die ist ja viel zu groß. Das sieht ja aus wie ein Eishockeyschläger, wenn man das mal hier verbindet. Sieht das natürlich riesig aus. Das ist die Kelle ja so groß wie ein ganzer Mensch. Das ist natürlich irgendwie sehr seltsam. Aber so war es. Hier hinten, und das war ja auch ganz neu, gab es vorher nicht dieses super Spinnennetz. Und da hängt auch gleich so eine Spinne drin, später ja wieder verwendet bei Spider-Man, aber die gab es ganz neu für die Harry Potter-Reihe, beide. Und hier in Transparent, sehr schön gemacht. Ja. Da kann man das ein bisschen anwinkeln, um hier ein bisschen andere Perspektive reinzubringen. Das war schon alles sehr schön. Hier gibt es ein Buch. Da ist es mal vorhanden und nicht verschwunden. Die waren natürlich auch damals alle bedruckt. Und zwar von beiden Seiten, hier vorne und hier hinten. Und dann auch noch am Buchrücken. Ja, kann man sich heute auch mir vorstellen, dass sowas mal gab. Hier natürlich angedeutet der Zaubertrankunterricht mit dem Pilz da vorne drauf. Und auch hier haben wir wieder dieses Bogenelement, dieses Formelement hier hinten. Diesmal in Grau. Damals gab es noch nicht mal Light, Bluish, Grey oder Dark. Das war einfach Grau. Und auch hier wieder den Schlüssel. Aber hier einen grauen Schlüssel, wie man sieht. Kein bronzenen, die Fackeln. Und hinten, hinter dem Ronny, verbirgt sich der Poltergeist Peeves. Ja, hier ist er. Kommen wir gleich dazu. Da unten ist er. Ja, lustige Figur. Ja, der hat einfach so einen grauen Körper. Natürlich keine Bedruckung an den Beinen. Hinten auch keine Bedruckung und auch kein Wendegesicht. Aber hier ein grimmig guckender Geist, der ja, was ich gelesen habe, genauso alt ist wie Hogwarts. Und den gab es nur hier und in dem Hogwarts Castle Set. Und dann haben wir hier eben so ein Regal oder ein Regalwand, ein Regal, wo der rausklettert. Und guckt euch das an. Da, ich zoome es mal ran. Man ahnt es nicht. Keine Sticker, sondern ein Druck. Ja, 2001 ging das. Da konnte man Drucke machen. Hier ist es. Und dann kann man es eben aufklappen, damit der Poltergeist da umherhampelt. Hier sehen wir jetzt gerade zufällig Dr. Noppe am Werken. Dann haben wir natürlich hier unten die Ratte, Scabbers, ja. Auch neu, gab es vorher auch nicht, gab es nur für die Harry Potter Sets diese Ratte. Später kam die ja nochmal zurück in den Modular Houses. Und das Ganze hat hier noch ein super schönes Formteil, zumindest super schön, wie ich das finde. Und zwar dieses Dach hier.
Ja, das Dach, das kann man noch abnehmen, um das nachher zu verknüpfen. Und hier sehen wir ein sehr schönes Dach mit echten Schindeln. Fand ich super. Na, Formteile sind immer sehr umstritten. Hierfür fand ich es sehr passend. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von hinten an. Da sieht es dann so aus. Wir haben hier wieder diesen Eingang, wo der Geist dann durch die Bücherwand fliegen kann. Hier dieses, ja, von hinten sieht es nicht schön aus, dieses Formteil, wo die Tür angebracht ist. Und hier haben wir noch eine Funktion, nämlich eine Funktion, was auch immer es soll. Es kann hier dieser Topf, wie kann er runterfliegen? Er fliegt irgendwie runter, so fliegt er runter. So fliegt er runter. Und darunter sehen wir dann noch eine bedruckte Fliese, die eine Zauberspruchbanderole zeigt. Ja. Jetzt sieht man dran, fliegt er weg. Wunderbar gemacht. Das ist die zweite Funktion, oh, dritte Funktion. Wir haben drei Funktionen. Ja. Wir haben diese Funktion mit dem. Wir können die Tür aufmachen, auch klar. Und wir können den Poltergeist hier durch die Bücherwand schweben lassen. Ja. Das ist ja auch nicht immer so, dass wir Funktionen erhalten. Sehr schön gemacht. Ich finde das auch gut, dass man das hier ein bisschen drehen kann. Da kann man eben ein bisschen mehr Perspektive reinbringen, als wenn es einfach glatt wäre. Und ich zeige euch gleich mal, wie man es verbinden kann, weil das ist wichtig, um zu verstehen, ob die neue große Halle bzw. das Schlossset Nummer 4, ob das so flexibel ist wie das allererste. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das ist also das Set. Um es zu verbinden, wird es einfach hier irgendwie auf diese Schrägsteine gemacht. Dazu muss das Dach abgenommen werden, sonst geht es nicht. Und dann können wir den Zaubertrankraum entweder unter die große Halle stellen. Das geht dann so. Ich weiß, sieht irgendwie komisch aus, ist aber genauso gedacht. Ja, so hat man es. Dann haben wir auch da wieder eine, am Ende so ein Dungeon, weil das ist ja praktisch hier der Berg angetäuscht, wie auch hier im neuen Schloss da hinten. Haben wir da den Berg und unten dann eben diese Dungeons. Man kann es also unter die große Halle stellen oder man nimmt die wieder weg. Und stellt es unter den anderen Teil. Da muss man das eben auch wieder so stellen. Und schwupps steht es auf dem, ja, was auch immer, Astronomieturm. Hier ist der Eulenturm und so weiter. Kann man es auf jeden Fall auf das Ding draufstellen. Das ist eben schon mal sehr gut. Da sieht man auch, wie vielseitig das ist. Ich kann das hinklemmen, wo ich will. Ich kann auch, wenn ich andere Räume habe, da gibt es ja noch Fluffy und so weiter, kann ich den auch noch höher stellen, je nachdem, wie man es machen wollte. Aber es ist eben so, man kann das sehr flexibel gestalten. Das war eine super Idee. Ja, oder man stellt es eben einfach nur daneben. Geht ja auch. Ja, macht man es so, steht es neben dem Schloss. Also am Ende ist das schon mal super. Da gibt es keine Technikachsen, die irgendwo verbunden sind, sondern das System war wirklich, dass man auf diese Schrägsteine hier jeweils was drauf noppt. Ja, man kann es auch so machen und stellt es dann so hin. Geht natürlich auch, ist ja klar. So sieht es aus. So sieht auch das Schloss natürlich deutlich imposanter aus, auch wenn das natürlich nicht mit dem mithalten kann. Das ist mir schon mal klar. Aber es hat einen super nostalgischen Charme und hat auch echt ein paar super Elemente wie dieses oder auch das Dach hier oben, was ja auch mit Schindeln bedacht ist. Ja, wenn man das nochmal ranzoomt, weiß ich, ob man das gut sehen kann. Aber es ist ja eine 4K-Aufnahme, das wird schon klappen. Und hier unten auch da nochmal an diesen Rundstein Drucke. Ja, keine Aufkleber, einen einzigen Aufkleber gab es da drin, den ich nicht verstanden habe, aber sonst gab es hier nur Drucke. Ja, und so kann man es machen. Wie gesagt, flexibelste Möglichkeiten, das Set da aufzubauen. Natürlich kann man das auch wegmachen und kann es sogar noch so daneben stellen. Fliegt, was war das? Ja, irgendwas ist weggeflogen. Ach, Scabbers. Auf jeden Fall sieht man, dann haben wir ein richtig breites Schloss. Könnte jetzt ein anderes Element hier drüber stellen. Macht keinen Sinn, aber kann man machen. Ist sehr flexibel. Und ich denke, dass wir zumindest mit dem Snapes Klassenraum von 2001 ein sehr schönes Set haben. Ja, auch hier mit den
Auch hier mit den Bögen, das fand ich auch sehr schön. Gehen wir nochmal ran. Den Bögen, die wir hier oben haben, hat es eben auch so einen Gewölbecharakter. Also das haben sie schon eigentlich ganz gut gelöst. Für ein relativ simples Set ist klar, da ist nicht viel los. Ach, hier haben wir noch eine Funktion. Boah, Funktion Nummer 4. Und dann sehen wir, dass wir da unten Trevor, glaube ich, heißt er. Trevor von Neville drin haben. Ein Teilepreis von 17 Euro Cent, drei Minifiguren und die simple Bauweise sind unterdurchschnittlich. Allerdings mag ich das Set sehr und es hat einen hohen nostalgischen Charakter. Hogwarts Castle Potion Glass aus dem Jahr 2024. Ganz neu, 397 Teile für 40 Euro Liste. Das entspricht einem Teilepreis von 10,1 Cent. Und ihr erinnert euch, das hier unten hat schon 14 Cent gekostet vor 23 Jahren. Und das da hinten sogar 17 Euro Cent. Also von daher hat sich Lego deutlich verbessert. Ja, kriegen wir ja viel mehr Teile für den gleichen Preis. Also war ja teurer, aber ihr wisst, was ich meine. Teilepreis deutlich besser. Und wir haben hier eine ganze Menge Elemente, die auch neu sind. Hier zum Beispiel diese Blubberblasen-Geschichte, denke ich mal, die sein soll. Dann haben wir auch hier wieder Türen. Lustigerweise die gleiche Tür, wie ich sehe. Und eine Menge von Zaubertränken. Also das scheint mir sehr gut. Ich habe es noch nicht aufgebaut. Das werde ich jetzt mal machen. Und dann werden wir es direkt vergleichen. So, hier haben wir mal das Set 76431. Den Zaubertrankunterricht von Hogwarts Version 4 in Komplettheit. Hier haben wir zwei von den Minifiguren und hier nochmal zwei. Und hier sehen wir mal die Frontansicht. Um das Ganze noch ein bisschen gruseliger zu gestalten, gibt es hier auch noch eine Spinne, die Wand hochkrabbelt. Und hier die gleiche Tür, wie wir sie damals in dem Set 4721 gesehen haben. Wenn man das Ganze dann mal umdreht, haben wir hier die eine Seitenansicht, wo wir natürlich hier sehr schön und prominenten Aufkleber sehen. Und hier, ich glaube, das ist eine neue Flaschenform, die Lego da gemacht hat. Hier an der Seite sehen wir eine der Aufnahmen zum Reinschieben. Und dann die Rückansicht bietet uns dieses Bild. Die Technikaufnahmen hier, die sind dazu, um das Set so im Schloss nachher festzuhalten. Da sind kleine Achsen befestigt, damit das da reinpasst. Ich glaube, die braucht es nicht. Ja, die rasten auch nicht ein. Aber dazu sind die jedenfalls da. Hier kann man den Pult von Snape sehen. Und hier haben wir nochmal die andere Seitenansicht, auch wieder mit einem Aufkleber und hier mit weiteren Flaschen. Das ist also das Set, wenn es zusammengeklappt ist und auch damit in den Untergrund des Hogwarts-Schlosses eingebaut werden kann. Wenn wir das jetzt mal öffnen, dann sehen wir, dass das Ganze sich massiv ausbreiten kann. Ja, das ist mal hier die gesamte Breite. Wir können dann die Figuren hier schön platzieren. Snape an seinem Pult stellen, das extra eine Aufnahme. Ist mit einer Hand nicht so ganz einfach, aber so geht's. Und dann haben wir hier noch die anderen Schüler, die wir hinstellen können. Sehr schön, wie wir das sehen. Und hier haben wir eine ganze Menge Zeug. Hier gibt es auch eine Zufallsfliese und hier auch sind zwei Stück. Muss leider mal schauen, wer das war. Das ist natürlich Godric Gryffindor, ist klar. Hier weiß ich es gar nicht. Schaue ich nach. Dann hier eine ganze Menge Aufkleber. Ja, hier noch ein Aufkleber. Da ein Aufkleber, diese zwei Fliesen sind bedruckt. Das hier oben auch alles Aufkleber. Finde ich sehr schade. Das Set an sich so, finde ich, macht ziemlich wenig her. Ja, da haben wir eine Menge graue Wände mit Bögen, bla 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 bla. Und natürlich kommt die Teileanzahl aus diesen ganzen Sachen. Ja, wenn man es hier schaut, hier hinten haben wir eine ganze Menge von den Gefäßen, wo verschiedene Zutaten drin sind. Ja, ist nicht näher beschrieben, aber hier sind dann Blüten drin, hier sind Kirschen drin und so weiter, Käseecken. Verschiedenes Zeug, was dann zusammengemixt werden kann, was eine schöne Idee ist. Und dann haben wir hier die zwei neuen Lego-Teile, die so Schaum darstellen. Auch prima. Hier jeweils zwei Schreibtische, die kann man natürlich auch abmachen und kann die dann hier platzieren, dass die Schüler dann so stehen und hier stehen. Das ist ein schönes Detail, gar keine Frage. Was ich total verstörend finde, ist hier dieses Ding. Das sieht für mich aus wie ein Brunnen. Ja? Einfach hier so Rundplatten und oben drauf Rundfliesen. Zeige ich euch gleich von der Draufsicht. Das soll wahrscheinlich den alten Kessel simulieren, den sie offensichtlich nicht dazu tun wollten. Hier ist er. Das kannst du total vergessen. Ich habe keine Ahnung, was da dem Designer in den Sinn gekommen ist. Das, keine Ahnung. Das ist für mich definitiv ein Brunnen, kein Kessel. Weiß auch nicht, was sie damit machen wollten. Ja, aber das ist mal das Set, was ich schön finde, dass am Ende alles wirklich Platz hat in dem Ding. Das muss man schon sagen. Das haben sie gut designt.
dass man es ja so zusammenstellen kann. Ich glaube sogar mit den Figuren, dann klappt man das nachher einfach zusammen. Ja. Figuren hätten da noch Platz. So. Und dann ist es wieder kompakt zusammengestellt. Also das ist eine für mich gute Geschichte, um es natürlich dann im Schloss zu integrieren. Ja, wie gesagt, die Ansicht jetzt von dem geöffneten, weiß ich nicht. Ja, kann man machen. Sieht jetzt für mich auch gar nicht mal wie ein Raum aus. Das ist einfach so eine Wand im Schloss mit verschiedenen Sachen. Ja, können jetzt auch nicht sagen, wie man es besser hätte machen sollen, aber ja, passt doch nicht mal eine Figur rein in diesen Topf hier hinten. Auf jeden Fall ist das mal so das neue Klassenzimmer von Snape, beziehungsweise der Zaubertrankunterricht. Das ist das Set. Ich zeige euch das gleich nochmal von oben. So, und hier haben wir jetzt die Top-Ansicht von dem Set. Wir sehen, dass das sehr kompakt ist, aber es passt alles rein. Es passt alles rein und auch alle vier Minifiguren passen rein, wobei man die nicht hinstellen kann, beziehungsweise man kann sie hinstellen, aber nicht aufnehmen. Ja, die sind einfach nur platziert. Und ich finde es gut, man kriegt wirklich alles rein und wenn man es dann, wie gesagt, auseinanderzieht, dann wird das Ganze entsprechend größer und ja, passt schon fast gar nicht ins Bild. Also so sieht es dann aus. Aber wie gesagt, erinnert nicht mehr an den Raum. Aber man hat natürlich hier eine Menge Bespielbarkeit. Kann die Figuren überall verschieden hinstellen. Dann kann hier die Hermione da irgendwo an den Zutaten rumgrabbeln. Und der Pansy Parking kann dann hier was machen. Und Seamus kann seinen Zaubertrankspruch da loslassen. Also so sieht das Set von oben aus. Die Breite von dem Set ist auch wie das alte genau 16 Noppen breit, ja, beziehungsweise die Basis von dem einen. Und von der Tiefe ist es 12 Noppen breit, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind 8, das sind 4, genau, sind es 12. Und in der Höhe finden wir 9 Steine inklusive der Baseplate oder der Plate, die hier drauf ist. Mit den Plates sind es dann genau 9 Steine hoch. Damit ist es auch etwas kleiner von der Höhe oder deutlich kleiner natürlich als das alte Set. Wenn wir jetzt die beiden Sets nebeneinander haben, sehen wir natürlich ganz klar, dass das neue Set deutlich kleiner ist als das alte. Und damit wirkt das alte natürlich deutlich imposanter. Ja, von dem Detailgrad her ist natürlich ganz klar, das neue Set detailreicher, hat ja auch 400 Teile gegenüber 163. Ich muss überlegen, das hat zweieinhalb Mal so viele Teile. Die sieht man nicht. Ja, das ist ganz klar. Da gibt es hier bla 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 viele Einer-Teilchen und hier diese und dann die ganzen Inhalte von den Containern. Aber als Set passiert da genauso viel wie hier. Ja, hier hatten wir ja 4 Funktionen und hier weiß ich es gar nicht. Nehmen wir uns die nochmal vor, die Funktion, man kann die Tür aufmachen. Okay, das ist genauso wie bei dem anderen. Man kann das aufklappen. Ja, wenn man das jetzt zählen wollte, ist das Funktion Nummer 2. Und dann war es das. Da ist nichts zu klappen, da kommt kein Poltergeist irgendwo raus. Hat es 2 Funktionen, also am Ende weniger als das alte. Aber es ist natürlich viel detaillierter. Ja, das ist keine Frage. Ja, das Gesamturteil der beiden Sets überlasse ich dann am Ende euch. Das könnte ich gar nicht sagen. Im Dr. Noppescore wird es erklärt. Da kommt dieses Set hier. Obwohl es ein Remake ist und damit schon mal Punkt abzukriegt, kommt es aber besser weg. Zum einen, weil es viel günstiger ist mit 10 Eurocent gegenüber 17 von dem anderen, das ist ja horrend gewesen. Natürlich ein Riesenunterschied. Und dann hat es auch mehr Minifiguren, hat ja 4 anstatt 3. Ich persönlich, glaube ich, finde das alte schöner. Ja. Aber das ist halt rein meine Meinung. Da sehen wir einen 16er und dann noch ein 8er neben 24 ist das breit und 8 ist es tief. Das kann man dann natürlich auch so zusammenklappen. Ja. Dann wirkt es mehr wie ein Raum und dann ist es hier genau 16 und da auch. Und damit kommt es dem 9 von 2024 recht nah. Allerdings ist das hier viel höher und macht eigentlich viel mehr her. Das andere war ja, hatten wir gesehen, 16 Noppen breit und 12 Noppen tief. So, jetzt ist der Zaubertrankunterricht hier rechts angebracht. Das ist ein 16 Noppen breites Feld, sage ich mal. Hier links kann man ihn auch reinstellen, machen wir gleich. In der Mitte ist es nur 8 Noppen breit, da passt er nicht rein. Aber wenn man ihn jetzt hier hat, kann man sich überlegen, was da links drin wäre. Laut Anleitung ist es der Badezimmer der Schülerin hier. Und da gibt es ja auch den schönen Troll dazu. Das ist natürlich das bessere Set aus meiner Sicht. Man kann natürlich auch sonst den Hufflepuff Common Room hier reinbringen. So kann man machen.
Dazu hat es hinten diese Aufnahmen, hatte ich euch gezeigt, und hier hat es jeweils diese Technik-Bricks, die aber keine Bewandtnis haben. Also die halten ja auch nichts, das ist nur zur Führung. Andererseits sind es ja hier eigentlich diese Platten, die modifizierten, die das machen. Aber das finde ich jetzt nicht so das Set, ich würde das rausschmeißen. Sieht für mich aus wie ein schlechtes Adventskalender-Set, ganz ehrlich. Da gibt es sogar noch mehr Minifiguren. Ja, aber in der Mitte geht es nicht, das ist nur 8 breit. Da passt ja nur diese Plattform rein. Man kann sonst auch den Zaubertrankunterricht natürlich dann nach links packen. Das ist in der Tat egal. Und dann kann man eben rechts auch entweder den Common Room wieder einsetzen. Ja, so. Oder man macht das Badezimmer nach rechts. Das geht natürlich auch. Hier ist Hermine schon umgefallen. Der ist schon langweilig, glaube ich. Nach knapp einer halben Stunde, die das Video jetzt hier geht. Genau, so sieht es dann aus. Ist für mich das bessere Set, weil eben der Troll da zukommt. Ja. Und ihr seht, ich hatte es ja gesagt, das ist 9 hoch. Also das Ganze, der Innenraum wäre 10 hoch. Man hätte das auch noch eine Noppe höher machen können. Dann käme es auch dem alten Set ein bisschen näher. Aber so sieht es aus. Das ist die Flexibilität. Man hat eben die Wahl, das anzuordnen. Aber man kann es nicht irgendwie oben, unten, sonst was stellen, wie im alten, wie in der alten Version, in der ersten. Sondern hier muss man sich entscheiden, entweder links oder rechts. Und eins der anderen Sets muss raus. Aber pass auf, Freunde, was total lustig ist, ich habe es eben gerade erst gesehen, die Dimensionen von dem Schloss sind genauso wie die vom ersten. Ja, das heißt, ich kann das da komplett draufstellen. Ja, und dann könnt ihr sehen, dass das genauso breit ist. Ja, das fand ich irgendwie echt extrem lustig, dass die sich im Format treu geblieben sind. Und hier sehen wir alle drei Sachen ja praktisch zusammen. Also hier käme das Schloss drauf, da ist der Zaubertrankunterricht, der ja auch hier ist. Und so sind es zumindest von der Breite gleiche Dimension. Ja, das wollte ich mal mit euch teilen. So, als Fazit von den drei Sets bleibt eigentlich nur zu sagen, dass dieses hier natürlich eher so ein 4-Plus-Set gewesen wäre. Verrückte Farben, wie erzählt, das würde heute eher ins Friends-Schema passen. Aber hier gab es den Spiegel, extrem wichtig, und auch dieses Teil finde ich super. Und in Summe war es natürlich ein Set, was man haben muss, aber man kann das gar nicht ins Schloss integrieren. Das 4705 ist ein schönes Set, gibt den Klassenraum schön wieder. Allerdings muss man ganz klar sagen, hat es hier natürlich mit nur einem Becher, der hier rumsteht, der wahrscheinlich dann explodieren soll, relativ wenig Inhalt. Das ist klar, hier oben stehen so zwei Fässer rum. Pieps kommt da aus dem Bücherregal geflattert. Das ist gut gemacht, aber da ist natürlich relativ wenig los, obwohl es ja immerhin 4 Funktionen hat. Und dann das neue Set, wie gesagt, wirkt ein bisschen kompakter, wenn man es so zusammen hat. Aber wir haben gesehen, es hat total viel Innenleben. Ja, ich zeig's nochmal, fliegen die Figuren weg. Zack, zack, zack. Hat ein sehr schönes Innenleben mit natürlich allerlei Details, was hauptsächlich den ganzen Zaubertrank-Utensilien zugutekommt. Ja, das sind mal so die drei. Dann, wie gesagt, gab es ja noch das Moments, den Moments-Zaubertrank-Unterricht. Aber das war ja nur so ein Set, was man an die Wand hängt, konnte man auch nicht integrieren. Ja. In Summe ist die Idee gut, wie gesagt, von der Umsetzung von dem neuen Schloss Hogwarts. Das finde ich gut, dass man diese Teile da hin und her schieben kann und austauschen kann. Das ist schon mal schön, und ich bin gespannt, wie das im nächsten Jahr weitergehen wird, wenn wir mehrere Teile noch irgendwie integrieren können. Ja. Was denkt ihr? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Faktencheck, wenn es um die Badezimmer gehen wird.